Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine ganz coole Karte zeigen, die ein Geschenk quasi schon eingebaut hat. Und zwar ist das hier im Hintergrund, wenn ihr das mal anschaut, eine Schieferplatte. Das Ganze ist eine Taufkarte und ich habe hier so einen Rahmen rumgebastelt, dass die Schieferplatte hier genau reinpasst, dass man die auch so hinstellen kann. Also die Schieferplatte ist ja ein bisschen schwerer. Und habe dann hier die Möglichkeit, diese Schieferplatte rauszunehmen. Hier ist es jetzt ein Taufgeschenk, da steht der Name und das Datum für die Taufe drauf und man könnte das dann als Untersetzer für die Taufkerze zum Beispiel benutzen. Und hier ist in der Karte noch ein schöner Spruch und man könnte dann auch, wenn man dann ein schönes Babybild hat, das Babybild hier in den Hintergrund reinmachen, dann ist das wie so ein schöner Fotorahmen. Und hier innen drin hat man noch die Möglichkeit, viel Text unterzubringen. Ihr seht, ich habe das sehr stark gemattet, also da ist viel Papier verbraten, damit die Karte Gewicht bekommt und dann eben auch mit der Schieferplatte steht. Genau, aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass man das Ganze natürlich auch zum Beispiel zur Hochzeit verwenden kann. Also wenn ihr hier zum Beispiel für das Hochzeitspaar eine Kerze oder für die Hochzeitskerze generell so einen Untersetzer zum Beispiel benutzt oder natürlich auch, wenn man es für eine Freundin, für eine Kaffeetasse ganz schön verpackt, dann wäre das eine schöne Idee, eine Karte mit Rahmen zu bauen, als Halterung für die Schieferplatte oder eben auch später als Bilderrahmen geeignet. Und wir machen daraus heute eine Hochzeitskarte und deswegen nehmen wir auch ganz festliches Papier. Ich habe hier einmal Savanne, das wäre die Bestellnummer, und Grundweiß. Und nehme als Designerpapier dieses wunderschöne Papier, Liebliche Natur heißt es. Das hat ganz tolle Goldelemente, hätte diese Bestellnummer, falls ihr das braucht. Ihr seht es hier im Kurzüberblick. Also mit ganz festlichen Papieren, die teilweise so richtig schön gold glänzen. Und ihr seht es gleich hier an meiner Rückseite. Das ist schon richtig edel und elegant. In diesem Papier ist Pekannuss als Grundfarbe und eigentlich würde ich wahrscheinlich die Karte in Pekannuss machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich die Farbe nicht habe. Ich habe anscheinend Kupferbraun bestellt und bin irgendwie davon ausgegangen, dass das sehr ähnlich ist. Deswegen nehme ich jetzt als Grundkarte einfach mal Savanne, weil ich finde, das passt auch sehr gut zu diesem Papier. Aber es würde natürlich auch Pekannuss super passen, falls ihr das zu Hause habt. Okay, an Material bräuchtet ihr eine Grundkarte, also bei mir ist es jetzt Savanne. Das hat das Maß 28 x 14 cm und gefalzt habe ich schon bei 14 cm. Dann habe ich zwei Stücke in Weiß in dem Maß 13,6 x 13,6 und einmal 13,2 x 13,2. Dann habe ich noch eins in Savanne mit 13,4 x 13,4 und Designerpapier hat das Maß 20,2 x 20,2. Dieses Papier reicht für einen Rahmen für meine Schieferplatte perfekt und meine Schieferplatte ist ungefähr 10 x 10 cm und hat 1 cm Höhe. Also wenn ihr da was anderes reinmachen wollt, könnt ihr das natürlich auch auf diese Maße dann anpassen. Die hat ungefähr diese Maße, diese Schieferplatte. Meine Grundkarte, wie gesagt, habe ich an der langen Seite schon gefalzt und habe jetzt hier innen rein auch schon mal eins dieser weißen großen Papiere und eben ein Savannepapier reingeklebt. Und da kommt dann nochmal ein Papier rein und ihr seht, das ist ziemlich viel Material, das ich da reingebaut habe, einfach weil die Schieferplatte so schwer ist. Also das kommt dann noch innen rein. Falls ich noch was draufstempel, habe ich es noch ein bisschen draußen lassen. Und wir machen jetzt das Vorderteil von der Karte. Das hier wird der Hintergrund werden. Den halte ich schon mal so hin. Und ich fange jetzt mit dieser Umrahmung an. Das ist eine sogenannte Schattenumrandung, Shadowbox, glaube ich. Also man kann das auch super als Box basteln und eine Hülle draußen rum machen und kann das natürlich dann auch als Geschenk oder als flache Verpackung verschenken. Und ich habe halt gedacht, als Bilderrahmen wäre es eben auch ideal. Wenn das Hochzeitspaar dann ein Foto von ihnen reinmacht, wäre das natürlich klasse. Also mein Papier hat jetzt das Maß 20,2 x 20,2 cm und wir falzen uns das Ganze jetzt und zwar bei einem Zentimeter. Ich lege mir das immer auf dieser Seite jetzt an, also ich falze mir einfach bei einem Zentimeter, dann bei 2 cm und bei 3 cm. Drehe mir das Papier und mache es nochmal bei 1, 2, 3. Und ich lege mir das immer so hin, an diese äußerste Seite, weil dann kann ich mir das hier oben gut an den Rand anlegen. Und ich sehe auch gleich hier schön unten und oben, ob ich wirklich gerade anlege. Also ich vergleiche das auch hier unten auf dem Papierschneider.
Dann drehe ich es mir nochmal. Wieder bei 1, 2 und 3 cm. Also das geht einmal ringsrum. So. Eine Seite haben wir noch. Ich muss das nochmal wegnehmen, weil das hängt sich da immer so ein. 1, 2 und schon dry. Und jetzt mache ich es noch so, dass ich mir das Ganze auch nochmal bei 4 cm falze. Und dazu lege ich es mir hier auf diese Seite an. Also ich habe dann einmal ringsrum bei 1, 2, 3 und 4 cm eine Falzlinie. Und ich finde, das ist so ganz praktisch, wenn man das in dieser Form macht. Aber das könnt ihr natürlich so machen, wie es euch am besten liegt. Und ich glaube, ihr werdet da jetzt fast nichts sehen. Ich falze mal kurz die Farbe. Ah, hier hinten sieht man es eigentlich ganz gut. Naja, jetzt tut es auch noch glänzen. Aber man sieht jetzt, wir haben hier außen schon 4 Falzlinien. Und ich mache jetzt an einer Seite, also an einen der beiden, nicht hier und hier, sondern immer an den gegenüberliegenden Seiten, noch eine Markierung. Und zwar ist das jetzt bei 5 cm. Also ich gehe nochmal rein und gehe nur bis zur zweiten Falzlinie. Ich mache das mal und zeige das dann auch gleich. Ich lege es jetzt mir bei 5 cm an. Ich schneide mir jetzt bis zu meiner zweiten Falzlinie. Und zwar einmal von oben bis zur zweiten. Ich muss mal gucken, dass ich nicht weitergehe. Nur bis zur Falzlinie. Und von unten. Das heißt, hier seht ihr das? Ich habe hier meine 2 Falzlinien. Und bei 5 cm schneide ich mir das bis zur zweiten Falzlinie ein. Und unten ist es ganz genauso. Da schneide ich es mir auch bis zur zweiten Falzlinie ein. Und jetzt drehe ich es mir nochmal so, dass diese Seite, wo ich noch nicht gefalzt habe, also wo ich diese Markierung noch nicht gesetzt habe, da mache ich es ganz genauso. Schneide ich es mir wieder bis zu 2 cm von oben nach unten. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht falsch gemacht. Jetzt sehe ich meine Schnitte nämlich gerade gar nicht. Nee, passt schon. Also ich zeige es euch nochmal nach. Also hier, diese beiden mache ich, habe ich gemacht. Auch genauso wie diese Seite. Ich habe es mir eben nur so rumgedreht, dass ich jetzt wieder, also dass hier die beiden gegenüberliegenden Seiten diese Markierung haben und nicht dieser und dieser, sondern die müssen gegenüberliegen und haben immer bei 5 cm diese Einschnitte. Und jetzt zeige ich euch was mal von den ganzen Wegschneiden. Ich nehme jetzt hier einfach dieses äußere Viereck sozusagen, diese ganzen Falzlinien nehme ich einmal komplett weg. Schneide ich mir vorsichtig neben der Falzlinie einmal so raus und gehe mir hier, mache ich mir noch so eine Abschrägung rein. Seht ihr das? Also ich nehme mir das so übers Eck bis zu dieser Markierung hinweg. Ich zeige es euch an der anderen Seite auch nochmal. Ich schneide mir quasi die ganze äußere Ecke weg und diese leichte Abschrägung. Hier muss ich mir auch die ganze Falzlinie rausschneiden. Super. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Wieder diesen ganzen kleinen Viereckchen da vorne wegschneiden. Und auch hier wieder so eine kleine schräge Ecke hinmachen. Und nochmal eine ganze Schnippelei hier raus. Dann sieht meine, ich glaube, man sieht super sogar tatsächlich die Falzlinien, obwohl es ein bisschen spiegelt, aber so kann man das echt ganz gut erkennen, wie das Ganze jetzt ausschaut, gell? Also hier seht ihr nochmal ganz schön diese Ecken, die man da so, die ich da so weggeschnitten habe. Einmal das ganze Viereck und dann eben noch diesen kleinen Teil mit dieser Markierung. Und jetzt falze ich mir einfach alle Falzlinien einmal nach. Jetzt nehme ich euch ein kleines Stückchen näher ran und falze mir alle Falzlinien einmal nach. Ich möchte jetzt den goldenen Rahmen doch so haben, also ich möchte schon so haben und habe es mir eigentlich falsch schon hingelegt. Ich hätte quasi die andere Seite als Grundseite machen sollen, aber das macht nichts. Man kann sich nämlich die Falzen dann auch andersrum falzen, dann passt das. Ich wollte so einen goldenen Rahmen haben.
Noch ein Tipp, bei dem Papier könnt ihr auch gucken, dass das nicht so richtig mustrig ist. Also wenn das so ineinander reingeht und man nicht so genau erkennt, in welche Richtung das es geht, ist es immer super gut. Ich habe auch hier noch zwei Kisten gebaut, die sind ein bisschen anders von der Größe. Das sieht man das auch. Also wir haben zwar hier eine Richtung, aber das macht nichts. Das kann man gut verarbeiten, aber super ist es einfach, wenn das ein Muster hat. Und dann mache ich so, dann klebe ich mir auf alle meine äußeren Seiten noch ein Stück Abreißklebeband. Einmal richtig schön auf die äußersten Falzlinien sozusagen. Und was mir ganz gut hilft, ist, dass ich zuerst diese beiden Seiten anklebe, also die, die sie nicht diese Markierung oder diese schrägen Abschnitte haben. Das heißt, wir kleben uns das ja hier so jetzt an und wenn ich mit diesen beiden anfange, finde ich, kann man die Box am schönsten zusammenbauen oder diesen Rahmen am schönsten zusammenbauen. Und jetzt nehme ich mir bei diesen beiden einfach mal diese Schutzfolie ab. Und jetzt seht ihr schon, wie das funktioniert. Ihr biegt euch das quasi einmal so rein und klebt euch das da jetzt hin. Dass man sich das richtig schön jetzt anklebt, wie so einen Tunnel, den man da so reinbaut. Das machen wir bei der anderen Seite auch. Kann man auch quasi so hinlegen und dann umknicken. Dann hat man auch gleich so einen schönen Tunnel. Den habe ich jetzt hier rechts und links. Und das mache ich dann eben auch bei den anderen beiden Seiten noch. Und hier, bevor ich das anklebe, mache ich mir noch einen kleinen Klebepunkt. Ich nehme jetzt Flüssigkleber und setze mir den hier an diese Ecke hin. Ich hoffe, es kommt jetzt was raus. Einen Moment. Ich drücke schon ganz fest, aber da kommt nichts. Okay. Also an diese Ecke, sieht man den jetzt, also hier an der Ecke mache ich mir den kleinen Klebepunkt hin, dass sich der Rahmen dann noch ein bisschen verbinden kann. Jetzt baue ich mir zuerst meinen Rahmen da rein. Und dann halte ich das ein kleines bisschen, dass das jetzt gleich eine gute Verbindung schafft. Also da muss man ein paar Sekunden wirklich mal draufhalten und warten, sonst löst sich der Kleber dann immer wieder. Und dann geht der Rahmen immer wieder ein bisschen auf. Das ist nicht so gut. Deswegen halte ich das jetzt hier parallel noch und versuche mir hier gleich mal ganz multitaskingmäßig die Klebefolie abzunehmen und mir hier auch nochmal auf meine inneren Ecken sozusagen einen kleinen Klebepunkt zu machen. Also irgendwas ist mit meinem Kleber, da kommt nichts raus. Aber eigentlich müsste schon noch was drin sein. Wie wenn er verstopft wäre, aber eigentlich. Und wenn da was rauskommt, dann ist natürlich wieder zu viel. Das kennt ihr bestimmt auch. Und hier mal ist wieder genauso. Da erstmal schön reinfummeln und dann noch ein bisschen andrücken. So. Da gebe ich dem Ganzen jetzt einfach ein paar Sekunden. Und dann kommt der entscheidende Moment. Ihr braucht eure Schiefertafel und wir testen, ob es reingeht. Und es passt wirklich absolut perfekt. Also es soll schon sehr eng sein, damit es eigentlich auch relativ gut fixiert ist hier drin. Ich mache da nachher noch was drüber. Aber es sieht wirklich toll aus, oder? Also wenn man hier den Namen vom Brautpaar noch hinschreiben würde oder so, das wäre auch wirklich wunderschön. An dieser Stelle mache ich Werbung für Revolution Repair. Reparieren statt wegwerfen, da kann man solche wunderschönen Platten individuell gestalten lassen. Also das ist mega cool. Okay, also unser Rahmen passt wirklich super perfekt. Dann können wir jetzt an unsere Karte im Ganzen gehen. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was vorgestempelt. Ich stempel jetzt hier noch drauf und habe mir dazu rausgesucht, die Stempelsets. Wo habe ich sie denn hin?
Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich für mein Team auch solche Schieferplatten machen lassen. Und zwar waren das aber runde Schieferplatten und dazu habe ich extra so kleine Verpackungen gebastelt. Die hatten dann hier noch was drauf. Also ich kann euch hoffentlich ein Bild einblenden. Der ging auch ein bisschen weiter runter. Also das ist jetzt ein Prototyp. Dieses Laschenteil hier oben ging noch ein bisschen weiter runter. Das konnte man dann hinten reinschieben in eine Kreisstanzung. Dann war das quasi verschlossen und so kann man natürlich auch eine schöne Verpackung machen. Aber ich finde die Idee mit der Karte eben auch richtig cool. Okay, und ich habe mir ausgesucht die Stempelsets Hexagone von Herzen. Dann nehme ich jetzt das Mr. und Mrs. und habe Zeit zu feiern schon rausgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre auch schön. Das ist ein Celebration-Produkt, das könnt ihr euch raussuchen bei einem Bestellwert von 120 Euro gratis, noch bis Februar. Und da habe ich die Blüte und diesen Stempel hier oben genommen und diesen kleinen Unstempel, mit dem habe ich noch was vor, hoffentlich klappt's. Und aus dem Elegant Floral habe ich mir einen Glückwunsch rausgenommen. Und die Stanzformen, mit denen ich dieses hier gestanzt habe, sind die zweitgrößten Stanzformen von den Vierecken, von den Stanzformen Basics mit Pep. Und die haben diese Bestellnummer, falls ihr die braucht. Da habe ich mir eben schon Viereck ausgestanzt, weil ich finde, das passt da ganz gut in den Hintergrund. Soll nicht die ganze Fläche benutzen, weil da unten kommt ja noch ein bisschen so eine Halterung hin, also eher nach oben. Und da machen wir jetzt das Mr. und Mrs. drauf. Ich habe hier jetzt Espresso, weil ich eine dunklere Farbe wollte und weil ich das ein bisschen, wie am Anfang schon erzählt, mit meinem Pekanuss vertüdelt habe. Aber ihr könnt natürlich auch Pekanuss nehmen, das passt auch gut. Espresso könnt ihr natürlich auch nehmen und das hättet ihr diese Bestellnummer, wenn ihr es braucht. Und den Rest mache ich in Savanne. Und da machen wir noch ein bisschen Schnickschnack außenrum. Was haben wir denn? Also wir haben ja diesen Stempel von innen drin schon, das könnte man natürlich wieder aufnehmen. Vielleicht diesmal an diese Ecke. Ups. Mache ich auch zweimal drauf, so wie innen auch. Und die schöne Blüte, die finde ich sehr elegant. Die möchte ich da vorne auch noch so schön drauf machen. Vielleicht sogar von oben. Den Glückwunsch habe ich schon aufgestempelt auf einen ganz schmalen Reststreifen. Und hier innen, das habe ich auch schon alles so weit gestempelt. Ich habe mir jetzt gedacht, bei diesem und, ich weiß nicht genau, ob es passt, aber das habe ich mir auch nochmal ausgestanzt. Das ist fast ein bisschen zu groß. Schade. Also ob ich es doch mit der Hand ausschneide. Also das ist in diesem Stempelset drinnen. In diesem Detailed Dogwood ist dieses und das passt eigentlich da perfekt drauf. Und ich habe es ausgestanzt mit der 1,5 Kreisstanze. Und jetzt, wenn ich es mit der Hand ausschnippeln würde, was natürlich auch ein bisschen krass ist, dann wird es wahrscheinlich noch besser passen. Also probiere ich das jetzt mal kurz. Also manchmal kommt man es ums Händeschnippeln ja nicht drum rum. Also das könnte man auch noch so machen. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich glaube, das klebe ich da mit ein bisschen Dimension, mit so einem kleinen Mini Abstandspad da drauf. Und das klebe ich jetzt als kleinen Gag einfach hier über dieses und drüber, weil ich finde, das ist irgendwie cool. Das ist halt mal was anderes, aber es ist jedem überlassen, wie er es möchte. Und jetzt wird das Ganze noch so ein bisschen dekoriert. Wenn ihr wollt, könntet ihr auch noch einen größeren Rahmen in den Hintergrund machen, dass es noch ein bisschen besser hervorsticht. Ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich noch mit einem Reststück in Savanne, weil wir haben ja noch die größere Stanzform in diesem Stanzenset drinnen. So, einmal feste durchkurbeln und dann hat man schon diese wunderbare bestickte Umrandung, die ist einfach total edel. Wie gesagt, ich klebe mir das ein bisschen nach oben, weil wir dann nachher noch so einen Streifen zur Halterung für unsere Schieferplatte da drauf machen. Jetzt lege ich mir die mal nochmal da rein. Und da habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz schön, wenn man das so ein bisschen diagonal, nicht so ganz so breit wie auf der anderen Karte vielleicht macht. Einfach, dass es zur Halterung dient. Hier ist ein sehr breiter Streifen, wenn euch das gut gefällt. Der hat das Maß 3,8 oder 3,7 mal 12,5. Und hier werde ich es wahrscheinlich so ein bisschen diagonal machen. Einfach nochmal ein bisschen was anderes zeigen. Genau.
Das messe ich mir dann auch immer aus. Also messt euch das ruhig aus. 12,3 oder 12,4 hat das jetzt bei mir. Den schneide ich mir mal auf 12,4. Und ich habe hier wirklich nur ein Reststück genommen. Das hat ungefähr 1,7 cm von der Höhe. Da guckt ihr auch mal, was ihr für Reste habt. Und das klebe ich relativ weit oben hin, damit es wirklich dann nachher unsere Schieferplatte gut hält. Und das mache ich auch mit Abreißklebeband. Und hält jetzt unsere Platte hier drinnen, seht ihr? Wenn ihr die Karte aufstellt, hält das einigermaßen. Und ich mache lieber noch ein zweites dazu, weil es relativ dünn ist und weil ich auch finde, dass das cool aussieht, wenn man das jetzt hier noch so drüber kleben. Das mache ich jetzt einfach so mit ein bisschen Flüssigkleber da drauf. Und kürze mir das jetzt hier außen noch ab. Also es ist ganz leicht abgeschrägt, seht ihr das? Ihr könntet euch das jetzt festkleben. Ich mache das, glaube ich, auch mit so Mini-Klebepunkten, dass es wirklich nochmal fixiert ist. Als kleine Spielerei habe ich jetzt in Espresso noch diese Blüte oben und unten an die Vorderseite aufgestempelt. Das sieht man nachher nicht mehr komplett, aber so ein kleines bisschen, und ich finde, es ist noch so ein süßes Detail. Das ist die Blüte von den Hexagone von Herzen, diese hier, einfach noch so ein bisschen an den Rand. Und kann das jetzt vorne draufkleben. Und ihr seht, also im Innenteil ist schon sehr viel von der Mattung. Das macht sich total schick und edel, finde ich. Und die Schrift ist so schön, also das ist sehr elegant. Und dieses Teil hier vorne, das klebe ich jetzt mit einem dicken Klebeband an, mit so doppelseitigem Klebeband. Ich habe es jetzt noch nicht versucht, mit unserem Abreißklebeband zu machen. Ich habe gleich so ein dickes genommen, das hole ich mir jetzt schnell, weil das habe ich nicht hier. Aber ich wollte, dass das wirklich, wirklich, wirklich ganz stark hält, weil es doch ein Gewicht hat. Also diese Karte ist nicht so leicht wie jede andere Karte sonst. Ich nehme jetzt diese matten Schmetterlinge, die haben diese Bestellnummer. Und die, finde ich, sind als Verzierung insgesamt einfach noch total schön und baue die jetzt noch drauf. Und dann braucht es nämlich gar nicht so viel mehr. Wie gesagt, das klebe ich noch an. Innen rein kommt auch noch mindestens einer. Sehr süß. Okay, und jetzt ist die Karte fertig. Also ihr könnt gerne noch mehr Glitzer, Funkel machen. Ich finde, es passt mit dem Rahmen einfach perfekt. Ich habe es noch nicht angeklebt, das mache ich gleich noch. Aber stellt euch vor, es klebt schon. Wir machen noch mal kurz auf. Und wir nehmen auch noch mal ganz kurz hier diese coole Scheibe raus, damit wir das auch noch in diesem ganzen fertigen Kontext sehen. Also stellt euch vor, es wäre schon aufgeklebt. Dann sieht die Karte nämlich auch total cool aus, finde ich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich finde, ihr habt hier ein richtig schönes Geschenk mit einer tollen Karte dazu. Richtig schön zur Hochzeit. Und ich blende euch jetzt hier noch Videos ein, die euch vielleicht auch interessieren können. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Und wünsche euch eine gute Zeit. Kreativiert was Neues. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.